Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich befinde mich hier jetzt in Sörenberg. Ich habe heute eine ganz schöne Wanderung vor mir. Es geht auf dem Tschibegütsch. Und von dort dann weiter Richtung Marbach. Ich wünsche viel Vergnügen. Da vor uns die Schrattenfluh. Das ist eine der größten Karstgebiete in der Schweiz. Und wahrscheinlich auch noch weit in Europa. Und da drüben das Dorf Sörenberg. Der erste steile Aufstieg von meinen 1000 Höhenmeter, die ich überwinden muss. Nochmals Blick auf die Schattenfluh und da runter auf Sörenberg. Eine sehr romantische Gegend. Schöner Wanderweg. Geht zwar zum Teil doch ziemlich steil hoch. Aber das gefällt mir. Da draußen ist die erste Schneekanone. Die warten hier natürlich Schnee. Das ist ein bekanntes Skigebiet. Da fängt auch wieder ein Skilift an. Zwar Skilift Schwarzeneck, dann Schwarze Neckhütte und Hundsknubbel. Und wir gehen jetzt auch hier rauf. Die erste große Steigung habe ich geschafft. Hier ein Blick Richtung Grinzer Rothornkette. Und da geht der Skilift noch weiter hoch. Ich muss zum Glück da nicht bis ganz oben. Schön. Da drüben die Schrattenfluh. Eine schöne Sitzbank. Da mache ich jetzt mal eine kleine Pause. Noch ein Gründchen, kommt sogar noch Wasser. Das ist aber kein Trinkwasser da. Schöne Umgebung. Da oben ist so ein Hochmoor.
so einfach schön, diese Stimmung heute Morgen. Und da vorne die Schrattenflu. Übrigens, am Montag gehe ich hier rauf, da in dieser Lücke und dann oben durch und da hinten irgendwo wieder runter. Und mein heutiges Ziel wäre hier oben. Das sieht man noch nicht. Eine ganz schöne Alp. Zäune sind schon alle auf den Boden gelegt worden. Und da vorne, hier, da sieht man Flüeli. Und bis nach vorne ins Entlebuch. Wow, schön einfach. Ich habe die erste Alp erreicht. Schrattenflu. Und oben hat es wieder Sumpfgebiete. Und da die Prinz-Rothorn-Kette. Und von da hier unten, von da bin ich jetzt gekommen. Und da sind noch 2 Stunden 45 angegeben auf den Schibegütsch. Da sieht man jetzt die Schrattenflu und ich muss da wieder ziemlich runter. Das da oben, das wäre der Schibegütsch, da wo ich hochgehe heute. Und wahrscheinlich komme ich bei dieser Hütte da hier vorne durch. Und gehe dann so quer hoch. Und da, dieses Gebiet, das ist der Hogant. Da hier vorne. Und da, das Gebiet der Lombachalp. Dort hinten entspringt ja die Emme. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube in diesem Graben da. So, jetzt geht's halt wieder runter. Ist da fast so wie ein Passübergang. Schade, dass ich da wieder so viel an Höhe verliere. Jetzt befinde ich mich im Sauwiderli. Da war ich früher auch oft drin. Wir hatten hier oben unser Skilager. Aber das ist so lange her. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie es da hier ausgesehen hat. Einen ganz schönen Waldweg. Geht immer noch runter. Das ist doch so, dass ich dann wieder hochsteigen muss. Das haben die extra so gemacht. Aber dafür ist da ganz schön. Ich glaube, ich bin jetzt am Wald unten. Ich habe wieder einen tiefen Punkt erreicht. Von da geht es jetzt wieder hoch. Da sind noch ein paar Häuser. Das sind sicher alles Ferienhäuser. Da an dieser Kreuzung verlasse ich jetzt auch den Transwiss Trail. Der geht diesen Weg da hier jetzt runter Richtung Chemeribobbenbad. Und mein Ziel ist da hier oben. Ja, bis dort hoch muss ich. Oder muss, ich darf. Da wieder ein Blick Richtung Lombachalp. Und die Prinz-Rothorn-Kette. Und so wie das aussieht,
Fluss hier im Sommer und im Winter sind die Bauern da oben. Ein Hochmoor. Übrigens befinden wir uns heute auf dieser Wanderung im UNESCO Biosphäre Entlebuch Reservat. Ganz eine schöne Gegend. Und da oben noch die ganze Schrattenfluh. Da gehe ich jetzt hinauf. Heute mehr auf diese Seite und nächste Woche noch auf diese Seite hier. Eine sehr schöne Gegend. Da viel Moorgebiete. Und wenn ich mich umdrehe, der gegenüberliegenden Seite auch. Ja, von da ganz unten da komme ich jetzt her. Das ist Rotonkette. Und da geht jetzt mein Weg wieder runter. Und da oben ist auch noch ein Restaurant. Eine Alphütte. Aber soviel ich sehe, hat die auch schon geschlossen. Da durfte ich jetzt wieder runter. Und habe immer noch 700 Höhenmeter, die ich hochsteigen muss. Da interessante Felsengegend. Und ich glaube, da vorne geht es jetzt dann wieder hoch. Da oben machen sie noch den Weg wieder schön. Da doch jetzt schon wieder ziemlich Aufstieg. Eine schöne Aussicht. Und da unten wird der Weg neu gemacht. Und da habe ich jetzt doch einen saftigen Aufstieg. Da nochmal ein Blick in die Bergwelt. Da die schöne Schrattenfluh. Da unten diesen Weg, da bin ich hochgekommen. Da sieht man in die Berge rein. Keine Ahnung, was das ist. Einen Blick ins Tal runter. Da unten kommen übrigens auch noch zwei. Und da geht es wieder sehr, sehr steil hoch. Ja, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, schaut mal, wie das da hier wieder hoch geht. Da hier geht jetzt mein Wanderweg hoch. Da. Dann noch auf diesen Berg. Dann wieder zurück. Und jetzt darf ich wieder runter. Sehr viele Bäume umgemacht. Und da ist ein Buck, wo ich jetzt rübergekommen bin. Ja, ich komme meinem höchsten Punkt immer näher entgegen. Da ist schon der Ausläufer, Schrattenfluh. Und da sieht man schön ins Tal runter. Und der heftige Aufstieg.
und dann da drüben vom Schiebegütsch. Von dieser Seite her bin ich gekommen. Jetzt habe ich wieder seinen Passübergang erreicht. Da oben sieht alles flach. Jetzt geht es dann noch hier hoch. Da vorne, einer von denen ist der Schiebegütsch. Und nicht da vorne. War die ganze Zeit am falschen Berg. Der noch ziemlich weit hoch. Und da eine ganz schöne Alp. Ja, das ist auch ein mächtiger Berg. Und da sieht man schon auf die andere Seite runter. Und da gibt es jetzt zwei Routen. Die eine geht hier hoch, die ist ein bisschen steil und nur für geübte Berggänger. Und dann geht noch eine hier hinten hoch. Ich nehme jetzt die. Ja, von da unten komme ich jetzt hoch. Und da drüben sieht man noch den anderen Weg. Geht irgendwie da hoch. Da oben, das ist der höchste Punkt von heute. Und da hier sieht man auch schon den Wanderweg da oben. Und da vorne, ungefähr da, ist ein Wegweiser. Dort komme ich heute auch noch durch. Da unten, ungefähr da hier, sind zwei Personen, die nehmen die schwierigere Route. Und schaut jetzt mal den Ausblick, den ich schon habe. Oh, die Bergwelt. Und da hier hoch, da hier muss ich noch. Ich komme immer näher. Da drüben geht auch noch einen Weg hoch und unten ist noch ein kleiner See. Und von da hier unten komme ich jetzt her. Übrigens, da hinten, da hier, sieht man noch so einen Berg, wo ich heute Morgen gestartet bin. So, jetzt habe ich den Weg erreicht, der hier alles oben durchgeht. Und schaut mal, da unten bei dieser Hütte war ich. Und da oben ist mein Ziel. Und dann geht es wieder da runter. Schaut mal, da runter ist das schön. Wow! Ja, ein Blick in das Emmental. Ich gehe nicht mehr weiter, es ist mir ein bisschen zu gefährlich da. Und ich gehe da wieder runter. Das ist also meine höchste Stelle heute. Das ist ein interessanter Berg da vorne. Und da hier vorne, diesen Weg, da hier, da bin ich runtergekommen.